Hallöchen und willkommen zurück zu Soma. So. Vorab, da ich halt in der letzten Folge ein bisschen Probleme mit der Helligkeit hatte, weil ich habe das ja in dem Spiel alles auf hochgestellt und irgendwie war das trotzdem viel zu dunkel. Habe ich jetzt mal manuell nochmal einen Filter drüber gelegt und es jetzt nochmal heller gemacht. Und ich finde, das ist jetzt viel besser. Okay, der Kontrast ist ein bisschen arg. Aber egal. Ich habe da jetzt ewig lang rumgewurschtelt und ich finde, jetzt erkennt man wenigstens was. Weil das war ja vorher furchtbar. Also da hast du ja gar nichts gesehen. Ich habe noch relativ, also viel nicht, aber ich habe eigentlich ganz gut noch was sehen können in dem Spiel. Aber in der Aufnahme war das ja so mega dunkel. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich ganz gut. Hoffe ich mal. Für euch. Ja, das schaut echt... Jetzt sieht man wenigstens was, weil das war vorher ja echt übel. So. Da wir jetzt alle einen Durchblick haben, bin jetzt wieder in dem Raum, was offen war. Und ich muss jetzt schauen, ob es das hier gibt. Da ist es ja. Super. Mit Tab können Sie Inventar anrufen. Aufrufen, warte. Hallo? Warum geht es nicht? Drücke Tab. Ach, ist das jetzt mein Inventar oder wie? Ah, okay, da unten ist also mein Inventar dann, wenn ich auf Tab drücke. Interessant. Gut, dann werden wir wieder in den anderen Raum gehen, in dem wir aufgewacht sind. Ich hoffe, jetzt kommt niemand. Wo muss ich nochmal hin? Orientierung gleich null. Oh, das ist schön hell jetzt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu hell und nimmt die Spannung raus. Aber ich finde, vorher hat man halt echt gar nichts gesehen. Das war echt blöd. Das kann uns nicht verfolgen, gell? Okay, wo müssen wir nochmal lang? Ich glaube hier. Ja doch, hier. Hier müssen wir lang. Oh shit. Was war da? War gerade was, gell? Ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt vorgehen sollen. Kann man die irgendwie umbringen oder? Hallo? Ist er weg? Ach. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. I hope so.
Hier sind wir aufgewacht. Okay. Oh, das ist furchtbar. Ich mach mal die Tür zu. So. Dann wollen wir mal. Service Console Option 3. Including Pilot Seat activated. Das ist jetzt zu hell. Moment. Okay, Systemstatus. Setup ausführen. Fernzugriff abgelehnt. Server offline. Hauptstromversorgung ist ausgesetzt. Programm unzuverlässig. Notfallsysteme 13 Tage verbleibend. Dann machen wir das. Operation nicht verfügbar. Omnitool. Inventar. Unbekannte Kontaminierung. In Verwendung. ESA 6 und 5. Ah, das sind die Anzüge, gell? Alle Heimatsu Kampfanzüge. Ich dachte, das sind so Taucheranzüge. Okay, Werkzeugchip verwalten. Willkommen zurück, Luis Myro. Y. Ihr Omnitool ist in perfektem Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr... Entschuldigung. Dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifend Sicherheitszugangs ohne einen Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihre Privilegien verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein und führen ein Update aus. Okay. Müssen wir noch schauen, wo wir so einen Chip herfinden. Willkommen zurück, lala. Ihr Omnitool ist im perfekten... Ach so. Was habe ich da jetzt gemacht? I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knock down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Was hab ich da jetzt vorhin geöffnet? Eine Werkzeugbox oder was? Pilotensitz. Offline. Keine Piloten gefunden. Verbindungsstatus offline. Berichte. Pilotenbericht. Pilot Carl Samken. Unterstützung Amy Azzaro. Fluggerät Tucker. Aufgabe. Hitzeschilde ersetzen. Südlicher Abzugsschacht. Ergebnis Erfolg. Produktion wieder aufgenommen. Anmerkungen. Samken klagte nach der Mission über ungewöhnlich starke Übelkeit. Diagnoseprogramme ermittelten einen starken Anstieg elektromagnetischer Strahlung um den Pilotenhelm herum, was vermutlich die Ursache für Samkens Symptome war. Es gibt keine Hinweise darauf, was diese Anomalie verursacht haben könnte. Achtung! Das Pilotensystem wird zunehmend unzuverlässiger.
Im Verlauf der letzten paar Monate hat jeder Anwender über Kopfschmerzen und Übelkeitsanfälle geklagt. Letzte Woche verlor Gavin für 30 Stunden das Bewusstsein, als er versuchte, ein Helper-Cluster einzuweisen. Das ist inakzeptabel. Wir werden schon dahinter kommen. Vorerst aber werde ich die Verwendung des Pilotensystems untersagen. Dies bedeutet, dass weitere kraftintensive Aufgaben anstehen, die durch Programmierung oder körperliche Arbeit erledigt werden müssen. Wir sind alle nicht glücklich darüber, daher bitte ich, von Beschwerden Abstand zu nehmen. Jane Addams. Was haben wir hier jetzt geöffnet? Ach so, hier. Okay. Tool chip security cipher updated. Okay. Gut, dann sind wir hier fertig, oder? Ich gucke immer wieder rüber wegen der Helligkeit. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen noch was umgestellt. Weil das ja doch wieder so dunkel war, aber jetzt ist halt ein... Das ist noch nicht perfekt, aber egal. Sind das zwei Augen oder bin ich blöd? Fängt mir die Nase an zu jucken. Ah. Hey. Ich crouche noch, oder? Ja, okay. Ist das weg? Boah, das ist so schwer zu erkennen hier alles. Ich glaube, wir müssen durch die Tür, oder? Ich glaube schon. Ja. Geht es wieder zu? Nee. Wir sind also doch unter Wasser. Aber das ist kein U-Boot, das ist... Keine Ahnung. Ein Labor. Das ist schon krass.
und irgendwie beängstigend. Wenn man bedenkt, wie weit man... Ah, okay. Also ein Entkommen ist hier wahrscheinlich eher nichts, ne? So schnell nach oben schwimmen oder so? Bitte nicht bewegen. Zurück und anders. Dieses Strukturgel, das sich nicht abstreifen können. Dass die nicht abstreifen können, sorry. Strukturgel? Als wäre nichts passiert. Als alles sieht unverändert aus. Alles gleichermaßen still. Okay, das war's. Noch was? Boah, ist schon cool, ne? Ah, so, jetzt kommen wir wieder ins Dunkle. Oh, speichert gerade. Kannst du helfen? Oh. Warum? Das ist so furchtbar. Ich denke die ganze Zeit hier. Da kommt hier jetzt gleich was. Ach, die Tür ist zugegangen. Okay. What was that? It doesn't hurt anymore. It doesn't. Also, das war jetzt gut oder was? Das hat uns jetzt. Ah, wir haben da reingefasst und jetzt sehen wir wieder normal. Okay, kann man wieder aufmachen. Thank you.
hier lang. Zutritt, okay. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Station Control. Schaut doch schon besser aus. Es leuchtet grün. Komm. Okay. Ich mach mal wieder zu. Nee, ich lass lieber mal auf. Vielleicht ist es ja ein Fluchtweg. Wer weiß. Wenn da gleich so ein Vieh kommt oder was auch immer das ist. Ein Roboter. Die Tür geht nicht auf. Oh Gott. Das Ding lebt noch. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Den irgendwie... Hey, can you hear me? Okay. We don't. Ciao. Ich hab's umgebracht. Naja. Was gibt's hier so? Eine Notiz. Auf keinen Fall das Strukturgeleck berühren. Sein Effekt auf die WoW kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Volchats gemeldet. Okay. Super. Station Control. Mhm. Dingens. Habt ihr jetzt weggesnackt? So. Was kann man denn jetzt hier machen? In Bereitschaft. Aha. Aha. Zu wenig Strom. Ich check's. Okay, warte. Okay. Und jetzt? Oh. Hat bestimmt niemand gehört. So ein Schisser. Okay, cool. Was kann man hier machen? Hallo? Oh, what is... What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you.
Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. And the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Als ob da noch irgendjemand ist. Als ob da noch irgendjemand ist. Online-Türen aufgeschlossen. Oh, nice. Okay, dann schau ich mal. Falls jemand ist. Sauerstoff nicht verfügbar. Produktion wiederhergestellt. Erfasste Ausfallzeit 143 Tage. Okay. 143 Tage war der Ausfall. Bleib mal in geduckter Haltung. Bin mir nämlich nicht sicher, ob hier auch sowas, oder? Oder ist es hier safe? Was ist denn das eigentlich? Y. Nicht runter. Warte mal. Shit, da ist ein Vieh. Oh, da hinten, ich sehe es. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Oh, da ist es, da ist es. Oh fuck. Das war eine blöde Idee, oder? Jetzt hat er mich.
Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst, oder? Der kommt hierher. Hier geht's raus. Shit, wo geht's hier raus? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Okay, ich warte jetzt noch mal, bis er eine Runde beendet hat. Er geht wahrscheinlich immer gleich, oder? War er gerade da drin? Oh, da gibt's keine Treppen hoch. Ich würde gerne wissen. Wissen, ob ich da hoch kann. Bringt mir das was? Ich versuch's mal. Keine Ahnung. Oh, was gibt's hier? Oh shit. Shit. Okay. Alla, die Walfee. Psch, 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 ist so laut. Okay, das ist wieder so einer, den wir irgendwie da rausziehen müssen, wahrscheinlich. Ach, da drin. Okay. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil... ja. Wir wollen es ja spannend halten. Okay, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin alles Gute und wir singen.